Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Heute bin ich mal wieder tatsächlich im Haus der Jugend und zwar im Kinderclub im Toberaum. Zur heutigen Hausherausforderung zum Thema Wetter. Und ich weiß nicht, ob meine KollegInnen mich ärgern wollten, aber die haben sich eine ganz tolle Hausherausforderung für mich ausgedacht. Und zwar darf ich mich jetzt auf diesem tollen, wackeligen Board umziehen. Das ist so ein halber Halbkreis. Und der ist schon recht wackelig, also richtig wackelig. Wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, dazu wollen wir euch natürlich wie immer herzlich einladen, dann könnt ihr auch einfach ein Kissen nehmen, so ein wackeliges Kissen, oder baut euch was selbst, was auch immer ihr habt. Das geht eigentlich auf vielen wackeligen Untergründen. Wenn es euch zu leicht ist, macht es einfach einmalig. Dann erhöht ihr den Schwierigkeitsgrad automatisch. Ihr kennt das ja vielleicht, morgens ist es richtig, richtig kalt, abends ist es richtig, richtig kalt und dazwischen kommt die Sonne raus und es wird warm und man muss sich im Moment irgendwie 5-mal am Tag umziehen gefühlt. Deshalb habe ich jetzt diese ganzen Sachen hier und die werde ich jetzt auf diesem wackeligen Board anziehen. Allesamt. Ich würde sagen, Herausforderung angenommen, es geht los. So, das klingt schon mal ganz gut. Ich habe eine Winterjacke dabei, Mütze, Handschuhe, Schal, Regenhose, Flipflops, ist alles dabei. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell und wie gut und mit wie viel mal runterfallen ich das jetzt hinkriegen werde. Ich fange mit den leichten Sachen an, der Schal. Mütze. Wir sind jetzt gerade morgens. Winter kalt. Oh, da geht's schon los. Okay. Gut, das ging ja noch. Jetzt kommt der schwierige Teil. Die Hose und die Schuhe. Seht ihr mal, ob ich beim Yoga mitgemacht habe? Ein gutes Gleichgewicht besitze. Ja, das geht. Okay. Los. Los. Ein kleiner Schauer. Gibt es ja auch mal häufiger. Und ich fahre noch Fahrrad. So eine Regenhose natürlich Gold wert. Ach komm, ich ziehe einfach alles an, was hier liegt. Jawohl! So, fertig! Tada! Es war ganz schön, wie ich dachte. Ja, macht's nach. Sammelt eure eigenen Erfahrungen. Bis bald. Tschüss. Niemand gesehen, oder? Wow! Abgerutscht. Da wären so Stoppersocken wären toll. Wow! Ich will mich nicht verleugnen.